Die neue Woche startet mit den neuen Themen der Woche. Herzlich willkommen, Alex Schindler. Mahlzeit, Mahlzeit. Wollen wir gleich mal mit einem leichten Medienthema beginnen? Nämlich heute Morgen erst bekannt gegeben worden, somit ganz frisch. Es gibt weitere Promi-Big Brother-Kandidaten, die veröffentlicht wurden. Und eine Kandidatin, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass wir sie jemals nochmal sehen werden, weil sie aus der Urgeneration von Big Brother kommt. Alida Kuras wird einziehen. Aber dann doch ja, glaube ich, zweite Staffel, ne? Staffel aber Siegerin. Ja, und die ist ja eine der wenigen auch, die ansatzweise dann danach noch irgendwo im Mediengeschäft dann durch ihre TM3 und 9 Live-Moderationen dann zumindest noch irgendwie Fuß fassen hat können. Und ich erinnere mich auch daran, dass sie das damals bei Big Brother im Container auch immer so gesagt hat, dass das eigentlich so ihr Wunsch wäre, beim Fernsehen quasi irgendwie unterzukommen. Ja. Ja, sie macht übrigens seit circa, na, über 10 Jahren auf jeden Fall, ist sie ja im Teleshopping. Das, was früher mal RTL-Shop war, dann umgewandelt wurde in Channel 21, da ist sie seit über 10 Jahren Moderatorin. Ist sie da immer noch? Ja. Ich habe sie dann seit eben 9 Live und damit ist sie mir auch bedauerlicherweise in Erinnerung geblieben, dann nicht mehr gesehen. Ja, nach 9 Live und 9 Live gibt es doch jetzt, glaube ich, auch schon, ist das schon 15 Jahre her, das Ende von 9 Live? Aber über 10 Ja, mit, ja, 10, 10, 12, 13 Jahre so in der Richtung. Gute 10 Jahre auf jeden Fall. Channel 21 und da ist sie bis heute. Genau übrigens wie Anna Heesch, die man auch noch von Nightlife kennt. Ja, ach, das Traurige ist ja, ich glaube, dass sich da der ein oder andere, wenn es nicht so ein, wenn du nicht so ein Typ bist wie Jürgen Milski, ich glaube, die haben sich da dauerhaft keinen Gefallen getan, weil ihnen da einfach dieser Marktschreier, dieses Marktschreier-Klischee angehaftet wurde und bleibt und blieb bisher, ne? Schade eigentlich, weil ich glaube, dass Alina, dass die schon noch mehr hätte machen können, aber ich glaube, sie war da so ein bisschen verbrannt. Und es ging auch, es war so, dass sie auch damals zu neuen Live-Zeiten, glaube ich, mit jemandem aus der Chefetage auch liiert war. Das kam noch dazu. Da hat man immer gesagt, so, oh, naja, und wer weiß. Nee, es war jemand anderes. Aber war jemand auch aus der Chefetage. Und sie hat auch dann ein Kind bekommen, was übrigens auch dafür gesorgt hat, dass sie denn ihre Medienpräsenz zurückgefahren hat. Sie ist Mama geworden und hat sich dann einfach auch viel ums Privatleben gekümmert, was ja legitim ist. Aber ich bin gespannt, wie sie sich präsentiert, weil sie natürlich niemand ist, die großartig polarisiert. Ja. Das heißt, geht sie unter bei Promi Big Brother, sitzt da nur rum. Aber es sind in der Tat einige spannende Kandidaten dieses Jahr doch dabei. Ob das ein Beispiele. Max Kruse ist, Fußballspieler, wo ja deren Ehefrau, die Lara Kruse, letztes Jahr bei Promi Big Brother war. Aber ich kann mir vorstellen, bei jemandem wie Max Kruse, da hat Sat.1 durchaus ein bisschen Geld noch mehr auf den Tisch legen müssen, weil es einfach ein bekannter Profisportler ist und jetzt kein Reality-Star, wo man sagt, der nimmt alles mit. Also ich glaube, da muss einfach mal, da wird ein bisschen was gezahlt worden sein. Ich sehe, du hast bestimmt die Liste gerade aufgerufen. Ja, genau. Also Mike Heiter. Da wird man halt. Der bringt Schwung in die Bude. Ich mag. Ja, genau. Der ist ja, dem ist ja alles so ein bisschen. Der ist ja so. Also, ich bleibe dabei. Mike Heiter hatte ich ja das erste Mal im Sommerhaus der Stars gesehen und ich fand das ja eigentlich. Mit tat er ja richtig leid. Ja? Also, wie er da von Ach, nicht Emira, doch, wie heißt sie? Emira, nee. Kim Virgin. Nein, 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 von seiner Ex-Frau damals im Sommerhaus. Miras. Elina Miras. Ja. Also unfassbar zusammengeschissen wurde, ununterbrochen. Und da war er noch so ein bisschen für mich so ein Dümmling. Ne? Also für mich hatte der quasi, die Persönlichkeit hatte Elena quasi. Und er war so das Beihängsel. Und er hat sich jetzt im Reality-Bereich dann wirklich zu so einer eigenständigen, oh, ich bin kurz weg, zu so einer eigenständigen, ja. Persönlichkeit entwickelt und finde ja okay, finde das ganz okay und finde aber,
Also da wird es natürlich dann um diese Geschichten dann wieder gehen. vor dir hast. Sag mal schnell, wer ist noch dabei? Mimi Fiedler, Max Kruse, Verena Kehrt wird natürlich auch wegen Marc Terenzi, genau, ja, und wird es auch wieder so ein bisschen spannend. Daniel Lopez ist ja hier DSDS, S. genau, DSDS, habe ich auch nie wieder was gesehen seitdem von ihm. Seine erste Reality-Show und schon vor 20 Jahren in der Alm mit Sonja Kraus, Ja. mit Detlef die Soest, war aber auch im Dschungel schon zwischenzeitlich mal Daniel Lopez. Echt? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wann war das? War bestimmt, wo ich in Neuseeland war. Ich glaube. Cecilia Azoro kenne ich überhaupt nicht. Wer ist das? Nö, sagt mir auch nichts. Keine Ahnung. Schauen wir mal ein Foto, ob man da was erkennen kann. Achso, ich glaube, ist das diese Promi-Reporterin? Ja, das mag sein, ja. Ja, auch was heute. Jochen Horst Balko, ne? Das finde ich ganz spannend, ne? Weil das ist ja tatsächlich dann mal ein über Jahre hinweg anerkannter Schauspieler. Und da kenne ich ihn. Man hat ja Balko vorletztes Jahr reaktiviert bei RTL, ist gefloppt. Das heißt, man muss Ja. sagen, niemand, der jetzt noch wirklich big im Geschäft ist, ne? Also Nee, aber ja, aber ich glaube, dass er ein ganz sympathischer Typ ist, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie so eine große Chance hat, da zu gewinnen, weil er, ich glaube nicht, dass er so dieser. Trigger-Style-mäßig, also von hinten kommen. Ja. Wenn er Sympathie Kann sein. ausstrahlt und sich mal einmischt und mal ein bisschen auch für Ruhe und Ordnung sorgt, hat man, finde ich, bei Big Brother immer eine gute Möglichkeit, auch als jemand, den man nicht auf dem Schirm hatte, doch relevant zu werden. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Sinan Moves kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Was macht denn der so? Schauen wir mal. Ich habe mir schon immer gewünscht, bei Promi Big Brother mitzumachen, ist ein Zitat von den TikTok-Star. Ah, okay. Also, das ist, siehst du, wenn du selbst ihn nicht kennst, ne? Aber wo ist da die Prominenz dann, ne? Meins, ja. Alida Kuras, haben wir schon gesagt, Matze Höhn kenne ich jetzt auch nicht so. Hat denn er so gemacht? Reality-Darsteller und Content-Creator. 1996 geboren. Tja, wenn man das wüsste, ne? Und Bea Peters. Promi-Reporterin. Promi-Reporterin, okay. Ich würde lieber nichts essen als schlechtes Essen. Da ist er aber eh in der falschen Sendung, ne? Man muss sagen, okay, es sind so ein paar übliche, immer so, oh, kennt man nicht, muss man auch nicht kennen. Aber, und das macht Promi Big Brother am Ende auch immer so ein bisschen aus, es sind auch drei, vier, fünf Leute da, auf die man sich freut und die man nicht überall sieht. Und das wird, glaube ich, trotzdem ganz spannend. Also hier in diesem Ich finde es schön, dass er. Kehrt. Ich freue mich auf Jochen Horst, ich freue mich auf Alida Kuras, ich freue mich auch auf Max Kruse. Also es sind so eine Handvoll Leute dabei und es sind noch nicht mal alle bekannt gegeben. Also es werden in dieser Woche noch welche bekannt gegeben werden. Was aber schön ist, auf der Sat.1-Webseite zu Promi Big Brother wird dann quasi dann der wird die Vita dann quasi so Meilenstein für Meilenstein sicherheitshalber aufgelistet, damit man auch so ein kleines bisschen dann die Prominenz dann rechtfertigen kann. Hier eben im Beispiel von BAP, das 1982 Geburt, 2002 nimmt an der Spielshow Der Schwächste fliegt teil und gewinnt daraufhin den Rab der Woche. 2005 Aschenputtel. Aber jetzt mal, Das Aschenputtel ist Prämie. und ich möchte jetzt bitte nicht mich da irgendwie, aber wenn es schon schwächste Kandidat, Rab der Woche, sorry, ich war in 15 Daily Talkshows, war ebenfalls beim Rab, hab dem Rab fast den Grand Prix versaut, und so weiter. Aber nie in der Woche geworden. Wann bin ich bei Promi Big Brother? Also Freunde. Ja. Das waren zu wenig Meilensteine. 2008 Chefreporterin bei Bild, 2006 Hochzeit, 2008 wieder Chefreporterin bei Bild. Dann 2015 OK Magazin. Bea Peters mit Head of Entertainment. Stopp, in meiner Bio, letztes Jahr Hochzeit, hab mich mit Bigi Lechtermann angelegt, hab mich dieses Jahr mit Boris Brandt angelegt, Mike Zies ist mein ewiger Rivale. Entschuldige mal bitte, Promi Big Brother, was ist denn los bei Ja. euch? Ja, das in dem Fall würde ich aber behaupten, liegt es bei dir einfach am Aussehen. Ne? Okay. Ob da die Kameratauglichkeit jetzt im Vergleich zu BAP das vorhanden ist.
Das sei mal dahingestellt. Naja, aber ja, eine solide Mischung würde ich doch jetzt mal sagen, oder? Ist allerdings wieder mit Starten 22:15 in der Regel, außer die Hauptsendungen, wieder etwas, wo man bis Mitternacht ausharren muss. Ist das deine Zeit? Nein, mittlerweile leider nicht mehr. Also was ich aber tatsächlich, vielleicht ist das dann auch der Bogen, den man dann bringt. Was ich jetzt tatsächlich beide Male gemacht habe, ist dann nochmal mir die Raab-Sendungen angeguckt. Ne? Das ist natürlich früher, aber also du gewinnst hier nicht die Million und dann aber trotzdem noch TV Total. Also seitdem Stefan Raab nun wieder sendet, gucke ich mir auch wieder TV Total an, nur um zu sehen, ob es da irgendwelche Sticheleien gibt. Habe ich bei TV Total bei der ersten Sendung nach, also nach der ersten Raab-Sendung gemacht, weil es mich da natürlich besonders interessiert hat. Bei der zweiten war ich schon nicht mehr interessiert. Also Raab hab gucke ich, aber TV Total nicht mehr dann. Ja, wie fandst du denn die zweite Folge? Weiterhin unterhaltsam. Viele haben gesagt, irgendwie, ja, hätte es schon nachgelassen, wäre jetzt nicht mal so spannend gewesen. Ich fand sie weiterhin super. Ich fand die Kaufland-Werbung super. Da kommt der Alte, finde ich, total wieder durch das. Genau. An DJ Maxi Beaver zum Beispiel, erinnert sich nicht an den legendären Ausschnitt. Raab auf der Bank, endlich macht er wieder selber was draußen. Hab mir übrigens gestern Abend noch mit meiner Frau auf der MySpaß-Seite von YouTube alte Folgen von Raab auf der Bank aus TV-Total-Zeiten angeschaut. Da gibt es eine wunderbare Folge, die geht 12 Minuten lang mit einem Herrn und so weiter. Und da ging es auch schon so los, dass ständig Leute angekommen sind, die gesagt haben: Entschuldigung, sind Sie nicht Stefan Raab? Sind Sie nicht, Stefan? Also genau wie jetzt sozusagen auch wieder. Aber sehr lustig, sehr lustig. Und das ist der alte Raab wieder. Und auch, Gott sei Dank, nicht politisch korrekte Scherzchen. Da kommt auch mal ein Spruch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und ich merke auch bei Folge 2, und natürlich sollte das auch immer noch so sein, merke immer noch, dass er Bock hat, er ist kreativ. Und ich kann mir sogar vorstellen, und ich hoffe mir das sogar, dass es sich wieder was aufbaut, wie damals mit den Calgon-Männern oder irgendwie sowas. Also sprich, dass wir irgendwas haben, was initiiert wird, was sich so ein bisschen zieht über mehrere Folgen, wo man wissen will, wie geht die Geschichte weiter. Das fehlt mir noch so ein kleines bisschen. Genau. Ich fand allerdings ganz spannend mit der geklauten Kamera. Ja, das war nochmal ganz witzig. Ich habe einen kleinen Einwand noch bei der Quizgeschichte. Es sind für mich die falschen Kandidaten. Warum Jetzt habe ich überhaupt gedacht. versucht man auf Krampf junge Kandidaten dahin zu setzen? Also dann hast Nein. du 21, Das war Kampf. du hast dann 21-Jährigen und fragst sie nach Andy Bogg und Hansi Hinterseher und so weiter. Ich hätte übrigens die Fragen alle beantworten können. Ich hätte Das alle beantworten können und hier. Fand so geil, also das macht es wieder aus, auch im Gegensatz zu Puffpuff. Dann sitzt der Raab da und singt ein wunderbares Adios Amor von Andy Borg, wo eigentlich jeder in der RTL-Redaktion die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss und das ist doch gar nicht die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und so weiter. Aber dafür liebe ich's. Aber dass natürlich ein Kandidat 5 Minuten da sitzt und die Antwort nicht gibt, sondern Raab einfach seine Performance macht, finde ich auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite bringt es die Show nicht voran, wenn du bedenkst, dass es nur ein Aktionsspiel gab. Ja, Ja. da kann man natürlich drüber streiten, wenn dann Kandidat so dermaßen, aber da merkt man auch, dass das Raab ja kein Quizshow-Moderator ist. Also, dass er quasi die Mechanismen beim Quiz nicht beherrscht. Ja. Es baute sich ja kein Spannungsbogen auf, weil man wusste ja, dass das der Kandidat definitiv nicht beantworten kann. Also, das ist einem relativ, also nach 10 Sekunden schon eigentlich klar gewesen. Und wie du aber schon sagst, fand ich auch sehr, sehr lustig. Und eben diese Spontanität hier, schnell Mikrofon, kurz zur Band rüber geguckt und dann improvisieren die da mal schnell was. Das finde ich cool. Und ich muss aber lachen, weil ich mir auch gedacht habe, das sind eigentlich Fragen, das können diese Kandidaten und Kandidatinnen nicht mehr kennen. Ja. Der Frage nach dem Song und so Geschichten und da sitzen Leute, die sagen, ich habe in meinem Leben noch nie den Namen Howard Carpendale gehört. Also Ja, lustig, ne? Ja, aber da sieht man doch mal, noch mal diese Schere zwischen auch der Person Stefan Raab, die jetzt halt dann auch schon langsam auf die 60 zugeht, ja, für den das und für uns auch als Zuschauer, für die das völlig normale Fragen eigentlich sind. Und dann eben die Generation, die jetzt schon weit nach uns dann eben kommt und auch nach Stefan Raab kommt,
die er aber irgendwo vermutlich auch ansprechen möchte und soll. Ja. Die Streaming-Generation. Kann sein, dass das noch so ein bisschen in Konflikt gerät, aber trotz allem fand ich es lustig und vor allem, dass es auch Sinn mal gemacht hatte, gleich in der zweiten Folge, dass da fünf Kandidatinnen und Kandidaten irgendwie sitzen und da nicht einer rausgepickt wird und dann, wenn das nicht klappt, dann war das auch dann wahrscheinlich deine Chance. Das finde ich immer natürlich, wenn du als Kandidat herkommst, ein bisschen schade. Das war jetzt eigentlich ganz cool, dass da ein paar zum Zuge kamen und die hatten dann auch ihre Chance. Aber wenn die sich so einer Quiz-Sendung anmelden und ich sag dann mal, die Basics und das Grundwissen deutscher Radiva. Fernseh- und Musikunterhaltung nicht beherrschen, ne? Dann ist natürlich. Ari, warum weiß jemand mit Mitte 30 Ja. noch nie was von Stradivari gehört? Also das gehört auch ein bisschen zum Allgemeinwissen, finde ich. Aber vielleicht legt Raab genau darauf an, dass er, also du erinnerst dich sicherlich an diese TV-Total-Bundestagswahl und so weiter, ne? Wenn sie, als sie dann die Jugendlichen befragt haben Meinst du, ja? ja, genau, Ärztewählercheck. Ja. Und ich glaube auch, weil Stefan Raab spielt immer so ein kleines bisschen mit drin. Ab dem Moment, wo er merkt, es sind so Kandidaten, also da fehlt es ja wirklich so am Minimum, dass er die dann auch bewusst ein bisschen bloßstellen möchte oder zumindest darstellen möchte, schau mal, das ist quasi, das ist die Zukunftsgeneration. Das behauptet er, es ist die Zukunftsgeneration, die nicht mal wissen, was eine Stradivari ist oder wer quasi dieser legendäre Geigenbauer dann war. Also, und vielleicht liegt es auch daran, weil da viele aus, nee, ich glaube nicht, die kamen nicht alle aus Köln, aber weiß ich nicht. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass, also meine Frau hätte das auch nicht gewusst mit Howard Carpendale. Muss man auch dazu sagen, weil das einfach nicht in ihre Musikrichtung ist. Also ohne Antwortmöglichkeiten hätte ich sogar. Ja, natürlich hättest du und ich und deine Frau vielleicht auch, weil meine Frau, die kommt auch familiär gesehen, sowas von überhaupt nicht aus der deutschen Schlagerwelt. Und deswegen, Wie fandest du den Stand-up-Teil? Hast du gelacht? Ich habe wirklich, und jetzt nicht Dauerlachen, aber da ich musste ein, zwei, dreimal habe ich gelacht. ich fand es lustig. Ich könnte zwar nicht mehr bestimmte Sachen wiedergeben, aber ich erinnere mich daran, dass ich auch wieder breit grinsend davor stand und mich gefreut hatte über den Teil. War lustig gemacht. Wie gesagt, ich würde mir ein bisschen freuen, dass er vielleicht ein bisschen was anderes macht. Er war ja am Anfang sogar, nee, das war dann Puffpuff. Das hat mich dann wiederum überrascht. Puffpuff war dann in TV Total zum Beispiel in den ersten 5 bis 7 Minuten extrem politisch. Habe ich mir dann auch gedacht, vielleicht muss ich jetzt TV Total ein bisschen gezwungen sehen, nachdem Raab ja wirklich eins zu eins einfach das macht, womit da wieder anschließt, wo er aufgehört hatte, kann ja Sebastian Puffpaff nicht eins zu eins das auch machen. Und irgendeiner muss quasi da jetzt ein kleines bisschen Veränderung mit sich oder mit reinbringen. Und das war so ein erster Versuch von Puffpaff, dann ein bisschen politisch zu werden. Hat dann auch über die, das schlägt dann wieder uns die nächste Brücke, ich glaube, er hat auch über den Rückzug der grünen Spitze, also hier Ricarda Lang und Umid Nuripur, dann Jetzt ist er ja Geschichte. So. ja, mir fällt echt auf, ne, dass wenn ich mir jetzt, bevor wir loslegen, so Sachen mir ausdenke, dass wir alles auf dem Schirm haben, sobald wir dann drehen, fallen mir dann die Namen irgendwie nicht mehr ein. Das ist echt momentan irre. Das ist meinem Alter geschuldet. Einen letzten Satz sagen, er muss allerdings sich aber auch jetzt ein anderes Feld suchen, der Puffpuff, weil da gibt es einfach diese musikalischen Defizite und deswegen muss da was anderes passieren. Aber. Ja. Den finde ich aber auch gut, dass er da jetzt am Samstag diesen Bundeszwischen Comedy Contest gemacht hat. Ich wollte nicht Ich habe es zwar auch nicht gesehen. springen, war ich noch so ermüdet, dass ich keine Lust aufs nächste Event hatte, ehrlich gesagt. Ja, das auch, ja. Man muss aber auch sagen, da haben die Kolleginnen und Kollegen von DWDL haben da was Interessantes dazu geschrieben. Und zwar fällt durchaus auf, dass es eben im deutschen Fernsehen keine valide Plattform mehr gibt, eben für Newcomer, für richtige Newcomer, also professionelle Newcomer, um sich dann auch entsprechend zu entwickeln. Und
Es ist ehrenwert von ProSieben, dass sie mit diesem Bundeswischen Comedy, also für im Comedy-Bereich, mit dem Bundeswischen Comedy, Bundeswischen Comedy Contest, da nochmal eine große Bühne bauen und auch die Chance bieten, einem breiten Publikum bekannt zu werden. Und es geht ja nicht nur ums Bekanntwerden, sondern auch eine gewisse Professionalisierung stattfindet. Bei so einer TV-Produktion teilzunehmen und diese Erfahrung zu machen, ist ja auch beruflich gesehen ein Teil der Professionalisierung. Ja? Und wie es dann eben beim Fernsehen, wo man dann am Ende dann doch Geld verdienen kann, wenn man da zum Beispiel eine eigene Show oder bei diversen Teilnahmen dann hinter sich bringt. Das finde ich schon ganz gut. Also gibt es viel zu wenig und. Habe ich denn was verpasst Samstagabend? Ja, ich weiß es nicht, ich habe selber auch nicht angeguckt. Ich wiedergebe jetzt quasi nur so ein kleines bisschen das, was eben die Kollegen von DWDL geschrieben haben, was aus deren Sicht, und ich stimme dem zu, so ein bisschen herauskam, dass es sowas wie eben Quatsch Comedy Club und andere Comedy-Formate Nein. bei den Privatsendern nicht mehr gibt. Das ist ja fast Ironie, dass quasi in der Comedy- und Kabarettwelt die Öffentlich-Rechtlichen eben mit Formaten wie Extra 3, in der auch dann neue Künstler mal zu Gast kommen oder nur im ersten. Manchmal auch bei den dritten oder auch hier Ringelstädter zum Beispiel, Inas Nacht, dass das im Endeffekt mittlerweile in der ARD die etablierten Comedy-Formate im deutschen Fernsehen sind, weil es beim RTL und Sat.1 und ProSieben nichts mehr gibt in der Richtung. Warum hat es dich nicht gereizt, reinzugucken? Also bei mir war. Ich hatte keine Zeit, ich war nicht da. Ach so, okay. Gut, aber hättest du ja auch gestern oder selbst heute Morgen oder so, es hat dich ja nicht trotzdem nicht gereizt, mal wenigstens 10 Minuten reinzugucken. Doch, gestern wollte ich, und da wieder Shame on you, Join. Es war auf Join zumindest, ich habe es beim besten Willen nicht gefunden. Also, wenn ich nach Bundesvision suche bei Join, das ist schon traurig genug, dass so ein Event Das sind die auf. über Join nicht in der Mediathek auch prominent platziert wird oder sonst was, mittlerweile durch irgendwelche Algorithmen mehr als Empfehlung ausgesprochen wird. Ich finde auch die Join-App echt schlecht, muss man echt mal dazu sagen. Und also da ist echt noch das, was sie sich da auf die Fahne geschrieben haben, Nachholbedarf vorhanden. Und ich hätte es mir gestern Abend noch mal gerne, hätte ich gerne reingeguckt, aber es wurde mir verwehrt, weil Join scheiße ist. Also ich habe, Nein, es ist nicht scheiße, aber die App ist einfach schlecht konzipiert. ich war verwundert, ich habe schon, glaube ich, wirklich ein Jahr oder anderthalb nicht mehr reingeguckt gehabt, aber wir haben uns wirklich am Samstagabend mal wieder den Quiz-Champion angeguckt. Und ich bin ja kein Kerner-Freund, daran liegt so ein bisschen, dass wir das nicht so gerne schauen. Aber es war eine extremst unterhaltsame Folge, weil direkt Kandidat Nummer 1 Durchmarsch gemacht hat, mit alle direkt besiegt und so weiter. Und das ist der ich gönne ihm oder halt auch nicht Faktor, weil er entweder ein total sympathisch und nett ist, der Kandidat, oder einfach arrogant und überheblich und klugscheißer, aber ich denke, hoffentlich gewinnt er nicht. Wenn du das direkt am Anfang mit dem ersten Kandidaten schon hast, finde ich, ist das wirklich, das hält dich dran. Du willst wissen, ob er, und es geht um 100.000 Euro, und wo kann ein normaler Kandidat noch wirklich 100.000 Euro gewinnen durch. Stefan Raab. Aber. Realistisch, hier gehen die 100.000 definitiv raus. Also, ja, so Quiz, ich habe mir. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich Pastewka war im Panel dabei und das hat es für mich einfach schon sehr unterhaltsam gemacht. Das mag sein. Es mag auch sein, wenn ich reingeguckt hätte, dass ich es dann auch lustig gefunden. Aber wir beide, also wenn überhaupt ich mich tatsächlich noch für ein Quiz mal zwischendurch begeistern kann, dann halt wirklich noch der Klassiker Wer wird Millionär? Völlig raus, habe ich wirklich. Ja. Aber weil es aber auch, es ist auch in der Stunde durch, ne? Also es ist halt auch wirklich so die. Mittlerweile die 3-Millionen-Woche und die Special und das Special und. Ja, aber so eine Standardfolge meine ich jetzt. Und ich kann mir so ein normales Quiz, finde ich, ist über so eine Zeit für mich nicht mehr guckbar. Abgesehen davon, dass ich jetzt halt gerne als auch nicht als den. Weil, weißt du, mir fehlt überhaupt also man hat ja sich sowieso mittlerweile abgewöhnt, dass irgendwie so eine Samstagabendshow irgendwie mit Show-Acts und sowas auskommt, ne? Und dann
Also ich befürchte halt immer, dass so ein monothematisches Konzept, eben Quiz, einfach sich für mehrere Stunden einfach nicht für mich trägt. Ich finde das einfach dann zu langweilig. In diesem Falle schon, weil es ja nicht ein Abarbeiten von Kandidaten ist, sondern ein Kandidat hat es geschafft, sitzt sozusagen auf dem heißen Stuhl und muss zittern, ob er am Ende der Show die 100.000 haben wird oder nicht, oder ob ihn niemand von seinem Thron stößt. Und das finde ich ist was anderes als, ich kann zum Beispiel, ich mag gefragt, gejagt, aber ich kann mit der XXL-Variante Samstagabends 3 Stunden überhaupt nichts anfangen, weil es einfach 4 normale Folgen sind, die nacheinander abgesendet werden. Ja, und da ist es dann nicht so. Also da wird jetzt dann, wie lange geht das Ding? Auch 2, 3 Stunden, und da wird nicht 2, 3 Stunden ununterbrochen einfach nur Quizfragen abgearbeitet. Ins Kerner? Ja, Quiz-Champion. Na, Quizchamp, du hast halt ein, also es geht ja darum, du musst alle 5 Experten sozusagen wegspielen, 3 Fragen maximal, und dann hast du die Kategorie, jeder Promi steht für eine Kategorie, wie zum Beispiel Pastewka ist Film und Fernsehen, Alexander Herrmann, der Koch, steht für Ernährung, Franziska von Almsick war für Sportfragen da, und du musst alle 5 Experten wegspielen, indem du 3 Punkte machst pro Experten. Und das heißt, du brauchst jeder Kandidat, also wenn er wirklich durchspielt, alle, braucht ein Kandidat 30 bis 45 Minuten, bis er sie durchgespielt hat. Ist also nicht so, dass da jetzt 20 Kandidaten drankommen würden. Und du hast aber auch eine kleine Vorrunde, 60 Sekunden, 7 Fragen, das ist die Vorrunde. Schaffst du die nicht, bist du generell direkt raus und so weiter und bist dann sozusagen in diesem Panel und musst die Promis wegspielen. Und dann, wenn er das geschafft hat, aber nur dann, wenn du alle Experten geschafft hast, sitzt du sozusagen auf dem Thron, bleibst du da sitzen bis zum Ende der Show, hast du die 100.000 sicher, aber es kommen natürlich noch weitere Kandidaten, bis Timeout ist, also bis die Sendezeit vorbei ist. Und wenn. Also der Knick der Show ist quasi, dass wenn du mal sitzt, dann bist du quasi passiver Teilnehmer und musst quasi hoffen, dass kein anderer dieselbe Leistung erbringt wie du selbst. Wenn es denn diese Leistung gibt von jemand anderem, dann gibt es ein Endduell aus allen denen, die es auch geschafft haben. Also die müssen dann in einem Endduell gegeneinander um die 100.000 nochmal antreten. Also ich finde das nicht schlecht. Und hier wirken die 3 Stunden absolut nicht zäh. War, wie gesagt, gefragt, gejagt, XXL mit den Promis, das sind 4 normale gefragt, gejagt Folgen. Weil er sagt ja sogar am Ende des Finales, es gibt sogar 4-mal ein Finale, sagt er so, und jetzt in die nächste Runde. Und du könntest einfach Stopp machen. Also es sind 4 normale gefragt, gejagt Folgen einfach nacheinander. Und da, also, das gibt für mich keinen Sinn, warum man das macht. Keine Ahnung. Also, aber da sieht man halt mal, dass noch nicht mal, dass man da noch nicht mal merkt, also dass man noch nicht mal versucht, dann daraus quasi eine Abendshow zu machen. Ja? Und das auch vom, wahrscheinlich erlaubt es auch der Rechteinhaber gar nicht. Ja? Kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann quasi so einen Kniff dann irgendwie machen, weil. Ich kann mir vorstellen, dass der Rechteinhaber einfach vorschreibt, auch wie so eine Show abzulaufen hat. Also wenn die Show irgendwie, weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, glaube ich, ist die nur, halbe Stunde, glaube ich. Stunden. Ja. Und dass man dann nicht einfach sagen kann, dieses, also möglicherweise sagt der Lizenzgeber auch, ihr schädigt uns, ihr schädigt die Sendung, wenn ihr es auf 3 Stunden macht, ja, zum Beispiel. Also müsst ihr da irgendwie dann 3, 4 Shows in einer Show dann machen. Kann ich mir zumindest vorstellen, ne? Gibt es denn aber, Also. welche Samstagabendshow schaust du noch? Also ich habe festgestellt, ich bin da relativ raus. Ich gucke sowas wie, habe ich auch noch nie geguckt, sowas wie Frag doch mal die Maus war nie meine Sendung zum Beispiel, die läuft ja immer noch mal sporadisch oder sowas. Aber die Samstagabendshow, verstehen Sie Spaß, skippe ich mittlerweile, gucke ich mir auch die 3 Stunden nicht mehr komplett an, weil es mir einfach zu lang ist. Und bitte? Der Samstagabend ist vorbei, ja. Also in der Hinsicht, so wie früher, du hast quasi so einen Pool von 6 Samstagabendshows, und wenn dann auch eine Samstagabendshow lief, dann lief dann auf dem anderen, also auf dem ZDF dann zum Beispiel, ein Film oder sowas, dann wird man sich da auch ergänzen. Also diese Zeiten sind vorbei, und ich weiß es auch noch, dass ich mich immer gefreut habe, wenn ich dann, also wir haben in der Freizeit Revue das Fernsehprogramm zum Beispiel gehabt, weil das
sehr übersichtlich war, selbst für mich als Kind. Ja. So, und da hast du reingeguckt, da wusstest du ganz genau, so die Rotation waren immer Flitterabend, Geld oder Liebe, verstehen Sie Spaß, Nase vorn, Wetten, das, ja, Musikantenstadel, und dann ging es wieder von vorne los quasi. Also so rotierte das mehr oder weniger. Und in diese Zeit. Mit ihren Samstagabendshows, 100.000 Mark Show, Glücksritter und diese ganzen Geschichten. Genau, und da hast du dann halt angefangen, dann, was schaust du jetzt eher an? Also diesen Super Show Samstag von RTL, der ja immer aus der Samstagabendshow, wie bitte, in Samstagnacht bestand. Oder bleibst du halt dann eben, Rechtlich. genau, bleibst du beim Ersten oder im ZDF? Und das gibt es halt einfach nicht mehr, und du hast recht. Also Samstagabendshow ist für mich extrem eventbasiert mittlerweile. Man muss aber auch sagen, früher hattest du die Auswahl gehabt zwischen einer Samstagabendshow am Samstag oder du gehst in die Videothek und leistest zwei, drei DVDs aus. Ja. Da die wenigsten hatten zu Hause eine Content-Sammlung, wo sie dann relativ einfach dann auf Inhalte zugreifen konnten, sondern du hast dann auch, du wusstest, es lief nichts Gescheites, also bist du in die Videothek gegangen und hast dir DVDs oder Videokassetten geholt. Ja. Dieses Binge-Watchen war in der Form noch nicht erfunden. So, und heute magst du deinen Fernseher an und gehst nicht in irgendwelche Sender rein, sondern schaust dir erstmal, was die ganzen Portale anzubieten haben an Serien, oder du hängst sowieso noch gerade in einer Serie, oder guckst den Film an. Du bist nicht mehr von einem Fernsehsender oder von einer Videothek abhängig, also dass du quasi deinen Samstagabend planst. Und das sind so diese Unterschiede mittlerweile. Kann man es gut oder schlecht finden, ja? Aber das ist einfach die Situation. Deswegen braucht sowas wie Samstagabendshows eigentlich nicht mehr. Ja, wobei wir ja immer noch unseren Retro-Samstagabend-Show-Marathon machen und fangen auch wirklich, keine Ahnung, es geht irgendwie um 18 Uhr los, wenn es die Zeit schon ergibt, mit Vorabendshows und so weiter. Und dann um 19:30 Uhr, da sind wir allerdings bald durch, ist aktuell noch die ZDF-Hitparade angesagt, sind allerdings jetzt im Jahr 98, das heißt, wir haben sie wirklich bald alle komplett durchgeguckt. Und dann um 20:15 Uhr einfach eine typische Samstagabend. Samstagabend schon, da gucken wir seit Anfang des Jahres jetzt jeden Samstag am laufenden Band, einfach weil ich viele auch noch nicht kenne, viele Ausgaben. Wir sind jetzt bei Folge 39 von Aber du hast die daheim. Das ist halt der Unterschied. Du kannst das machen, weil du hast daheim. zu Ende. Sie sind einfach in 90 Minuten zu Ende. Und jetzt in der letzten Folge am Samstag, da war Bud Spencer da und dann war Edith Hanke da. Und es war einfach ein lustiger, schöner Abend. Und es ist in 90 Minuten zu Ende. Oder auch, manchmal schauen wir wechseln ab und zu auch den Flitterabend aktuell. Und selbst da finde ich es lustig, deswegen möchte ich auch um 20:15 Uhr starten. Wenn Michael Schanze dann irgendwie um 21:55 Uhr in die Kamera guckt und sagt, Karin Tietze-Ludwig oder die Kollegen von der Tagesschau oder von den Tagesthemen, es wird heute 10 Minuten später, aber wir beeilen uns. Bitte nicht böse sein. Und das ist für mich to das totale Retro, Ja, weil da kann ich mich noch dran erinnern, das stimmt. wie sich damals alle schon aufgeregt haben, kann der Schanze denn nicht einfach mal pünktlich fertig werden? Ja, Michael Schanze hab ich immer noch so eine Erinnerung, dass der am Ende der Sendung einfach nur total durchgeschwitzt war. Auch das. Aber da sah man auch mal, wie er sich als Moderator, also Michael Schanze gehört ja auch noch zu dieser Riege der Entertainer, die ja alles konnten: singen, Klavier spielen, Gitarre spielen, glaube ich, hat er auch gemacht. Getanzt, der konnte ja auch alles, das war ja auch ein Vollblutmoderator und Gast. Das war noch so ein richtiger Gastgeber und nicht einfach nur ein Moderator. Und Und man muss genau. erst bei dem Finalspiel, da war ja immer dieses, wo das Finalpaar ja irgendwie sechs Aufgaben in 5 Minuten erledigen musste, um die große Ja, irre. zu gewinnen. Und da, oftmals ging es übrigens, das hat man sich dann wahrscheinlich bei der 100.000 Mark Show abgeguckt, das war für mich die erste Sendung, wo man auch Spiele draußen machen musste, wo du also mit der Ja. Kamera durch die Halle gerannt bist. Nach Habe ich geliebt. Bitte was? Habe ich geliebt, weil man da so ein bisschen Teile vom Studio auch sah. Und der Schanze ist immer mitgerannt. Also, das heißt, selbst der Schanze ist mit nach draußen gerannt und so weiter. Und ich hatte immer Angst, weil die Bräute in ihren Brautkleidern war, dass sie hinlegen, dass sie wirklich hinfallen, weil die auch die gerannt sind in ihren Brautkleidern und so weiter. Aber das ist für mich ein Highlight. Und wenn ich dann einfach weiß, Dieter Pröttl sitzt in der Regie und hat die Fäden zusammengeführt, das ist für mich ein total nostalgischer Abend.
Da gibt es ja die Geschichte, Geld oder Liebe hat ja quasi diese Notwendigkeit, dieser riesigen Spielaufbau. Da muss man überlegen, das sind ja irgendwie fünf unfassbar aufwendige Spielaufbauten in 5 Minuten oder 6 Spiele in 5 Minuten abgearbeitet worden. Ja? Was das gekostet hatte, diese 5, 6 Spiele mit Feuerwerk auch teilweise, ja genau, einmal aufzubauen. Um sie danach dann auf die Müllhalde dann dann zu legen, weil man das Zeug nie wieder verwenden konnte. Und das war das Finalspiel. Hatte natürlich auch eine gewisse Fallhöhe. Man muss ja auch sagen, man hat ja, die haben ja fast immer gewonnen. Ne? Also das war ja auch so gemacht, dass das alles irgendwie schaffbar war, weil kein Mensch wollte ja sehen, dass die dann verlieren am Schluss. Und Geld oder Liebe hat halt dann, also Jürgen von der Lippe hat halt dann quasi solche Spiele dann. Oder denselben Spannungsbogen erzeugen können, indem, das werde ich nie vergessen, indem sie getestet, also ein Spiel gemacht haben, wer ein Babyschnuller im Mund umdrehen kann, ne? Zum Beispiel. Oder so ganz einfache Kindergeburtstagsspiele eigentlich. Und wie dann eben auch da mal Michael Schanze drauf reagiert hat, das ist irre, was Jürgen von der Lippe dann macht. Sie geben da Hunderttausende von D-Mark aus, um Spiele aufzubauen. Und der macht eine Samstagabendshow. In dem Leute zum Beispiel dann mit dem Korken im Mund dann irgendwie was vortragen müssen, zum Beispiel. Das ist das Spiel. Was mir aufgefallen ist, damals nicht, als ich es geguckt habe, aber jetzt, wenn man es natürlich so komprimiert schaut, weil damals lief es ja nur 5, 6 Mal im Jahr, ist, dass man aber von den Spielen, außer zum Beispiel das Finalspiel, was natürlich, oder Finalspiele, die immer was anderes waren, aber an sich war es immer dasselbe. Also es ging immer los mit den Kindern, wie Kinderquatsch mit Michael, die haben Blumen gestreut. Dann gab es das Eröffnungslied. Dann gab es immer als erstes diese spontane Reaktion, dass wie Piet Klocke und jemand anderes kam und du musstest aus einer Situation heraus spontan agieren, da gab es die TED-Abstimmung. War immer gleich. Gut, war immer eine andere Situation. Aber dann gab es immer die Ablauf, okay. dann gab es immer die Kopfhöreraktion. Also sprich, einer musste den Kopfhörer aufsetzen, hat man später übrigens auch in der 100.000-Mark-Show so gemacht. Und der Partner musste Fragen beantworten. Wie reagiert dein Partner an der Situation? Immer gleich. Dann gab es dieses Wolkending, wo du in die Höhe geschickt Der siebte Himmel. Genau, in den siebten Himmel, war auch immer gleich. Immer übrigens mit Fragen, die über die Forsa zum Beispiel abgeglichen wurden. Also wo du Prozente ja tippen solltest. Die neue Umfrage Genau. sagt, wie viele Männer stehen auf One-Night-Stands oder was weiß ich. Also musstest du immer Prozente tippen. Immer gleich. Bis zu den Show-Acts, wo immer der letzte Show-Act immer ein Weltstar war. Cliff Richard, Paul Anka und wer alle kam. Und immer gleich. Die haben ihren aktuellen Song gesungen und danach kamen sie zur Schanze an den Flügel und haben einen ihrer Klassiker für die Brautpaare gesungen. Aber Ja. allen Folgen immer inhaltlich gleich. Aber immer verbunden mit der Frage, oh, schiebst du mir doch gerade noch mal den Flügel rein. Oh, Paul, singen wir doch alle mal Diana kurz für die Brautpaare. Ganz spontan, ne? Spontan. Und Schanze hat mitgesungen und ja. Aber das machte schon sowas aus, finde ich. Genau das eben, und das kann halt auch, das kann auch, da schließen wir wieder so ein bisschen den Kreis, das könnte ein Stefan Raab, ja, der könnte auch so eine Show machen. Aber die Sender machen sowas halt einfach nicht mehr. Es gibt keine Show mehr. Einen Satz ganz schnell noch sagen. Trotzdem fing der Flitteramt irgendwann an, innovativ und experimentell zu werden. Nicht nur die typischen Szenen, an die wir uns erinnern, wie ich gebe dir 1000 Mark, wenn du dir eine Glatze schneiden lässt zu den Bräutigamen und die Frauen sind teilweise ausgeflippt, weil es wirklich welche gemacht Sehr lustig. oder Karin Tietze Ludwig, die auf einmal eine Torte ins Gesicht bekommen hat, oder. Was ich aber gar nicht wusste in der letzten Folge, die wir gesehen haben, dann kam wirklich ein Hypnotiseur und hat erstmal 5 Leute aus dem Publikum genommen, plus die Brautpaare, beziehungsweise die Bräutigame. Und die Bräute sollten tippen, lässt er sich hypnotisieren, klappt das oder klappt das nicht. Und dann lief das Event 30 Minuten. Überleg mal bitte, 30 Minuten ohne Unterbrechung hat der Hypnotiseur eine Einführung gemacht mit Hypnosemusik im Hintergrund. Das lief 30 Minuten heute, unvorstellbar. Ja? Ja, das war den Drittel der Show. Und es wurde immer wieder eingeblendet. Sie sehen gerade den Flitterabend mit einem Experiment.
lassen sich Menschen, die vorher nichts gewusst haben, spontan hypnotisieren und so weiter. Wurde immer wieder im Laufband eingeblendet, sagte dem Motto, wenn die Sepper gerade rüber gucken, damit die verwirrt sind, was da gerade passiert. Eine halbe Stunde. Ja, aber ist doch schön, dass man da noch experimentiert hat. Wie gesagt, das gibt es ja heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Und aber gut, halbe Stunde ist schon ein bisschen. Heute ist es normal, ja, weil heute will man ja die Sendezeit so ein bisschen füllen. Aber damals zu sagen, ist so ein Drittel der Sendung oder sagen wir mal so wie ein Viertel der Sendung mit diesem Hypnosekram dann zu, musst du aber auch machen, weil wenn es kürzer gewesen wäre, und darauf hat man einfach früher noch geachtet, wäre es nicht authentisch gewesen, weil jeder, der sich ansatzweise ein bisschen mit Hypnose mal befasst hat, weiß, dass nicht jeder für Hypnose überhaupt empfänglich ist, dass du da viel Vorbereitung brauchst. Da kannst du nicht in dieser dann doch angespannten, aufregenden Situation von der Live-Sendung einfach sagen, oh, dann kommen wir mal im Publikum her und dann hypnotisiere ich dich und jetzt schläfst du. Das geht nicht so einfach. Ne? Da brauchst du, glaube ich, eine gewisse Vorbereitung. Und wahrscheinlich haben, ich habe das nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube, wahrscheinlich war das dann auch eben so. Ne? Was denn? Ja, dass man eben diese Zeit gebraucht hatte, weil du nicht jemanden auch von einem auf die andere Sekunde hypnotisieren kannst. Das geht, glaube ich, nicht. In der Halle das Licht runtergedimmt und so weiter. Also es war wirklich, ne, der Hypnotiseur hat das auch erklärt, dass es normalerweise nicht so schnell geht und es ist wirklich eine extrem angespannte Situation. Ja, Verlicht und so weiter und so weiter. Aber wirklich 30 Minuten Zeit gelassen und da unterschätzt man Flitterabend rückblickend. Man denkt, ah, das war wie Traumhochzeit, so eine runtergespulte Good Feel Samstagabend-Show war es auch, aber dann war halt, lässt du dir eine Glatze schneiden, lässt du dich hypnotisieren oder aber auch lässt deine Braut sich die Augen verbinden und von einem Messerwerfer bei einem drehenden Rad die Messer auf sich werfen, wo man sagen kann, welche Versicherung zahlt das denn? Allerdings hat man deswegen die Augen verbunden, weil Schanze nämlich daneben stand und mit dem Messer die Luftballons manuell. Aber der Kandidat hat gedacht, es wird jetzt ein Messer auf mich geworfen. Also es ging schon in diese RTL-Schiene. Glücksritter, spektakulärer, für die Quote mehr Wagen. Das war Flitter. Für die Quote mehr Wagen, das sei mal so dahingestellt. Aber dass eine Sendung, du hast eben gesagt, dass die Sendung immer quasi den sehr geübten Ablauf hatte. Ja? Und ich finde es dann aber ganz gut, wenn eine Sendung, dann sagst du, auch, aber sich auch selber eine Grenze setzt und sagst, so, jetzt haben wir da noch das und das und das mit reingenommen und dadurch, sie hatten auch dann später dieses Würfelspiel dann zum Beispiel. Ja? Also es hat sich schon mal so ein bisschen was verändert, aber was, wo diese, ich habe die Folgen nicht zu Hause, aber ich glaube, da waren dann irgendwie so zwei Würfel, so einer Bluftdingblase da drin, wo dann gewürfelt wurde, glaube ich. Ne? Gab es dann, glaube ich, auch so zum Ende hin. Da hatten sie noch ein kleines, auch so ein bisschen mit Quiz, glaube ich, irgendwie gearbeitet. Aber irgendwann folgerichtig hatten sie dann auch dann zu einem genau richtigen Zeitpunkt, auch wenn ich das natürlich schade fand, entschieden, jetzt stellen wir auch die Sache ein. Ja? Ich glaube, 94, 95, das war natürlich die Zeit, wo die Privatsender höher, schneller, weiter, ohne Ende unterwegs waren, wie gesagt. Ja, und dann hättest du das mit Flitterabend nicht mehr anders machen. Also da hättest du dann wirklich, dann finde ich, glaube ich, Grenzen überschreiten müssen und das wäre der ganzen Sache nicht gerecht geworden. Da war die Sendung viel zu schön dafür, dass er dann so, ich sag mal, in diese Ära als Schmuddel-TV oder sowas dann. Aber dieses mit der Glatze zum Beispiel, das war natürlich damals schon ein extremer Skandal. Ja, also da weiß ich auch noch, wie das dann danach in der Bild am Sonntag dann in der Presse dann aufschlug, weil man da dann auch witterte, ob da nicht irgendwie die Grenzen des guten Geschmacks dann, ey Freunde, es geht darum, eine Glatze zu rasieren. Ja, also Zeug wächst nach. Auch dann bietest du noch 1.000 Mark an. 1.000 Mark bei ja, die Hand. Also, das machst. Genau. Ja. Das ist ein Spiel und das ist keine Entscheidung fürs Leben, die da getroffen worden ist. Ne? Also wo man sagt hier, wenn du nur noch mit 9 Fingern auskommst, kriegst du 1.000 Mark auf dem Sparbuch für deine Kinder übrigens. Sondern es geht darum, eine Glatze zu rasieren.
Und ja, aber Anfang Mitte der 90er war man dann noch ein bisschen konservativ, ja. Schanze in der Sendung danach gesagt hat, er hat auch darüber gesprochen, dass das ein Skandal war, aber komischerweise das ältere, reifere Publikum, was so das Feedback anging, total entsetzt war, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht wahr sein, das könnt ihr doch nicht am Samstagabend im Fernsehen, ja, der heilige Samstagabend. Und das jüngere Publikum fand das cool, dass man solche Dinge ausprobiert hat. Also Ja. da war noch wirklich die Fallhöhe. Ich glaube, heute. Erstmal würdest du heute keinen hinterm Ofen mehr damit hervorlocken, natürlich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sind die Älteren heute ganz anders strukturiert als natürlich vor 30, 40 Jahren. Also sie Wie die Älteren. mehr so konservativ. Also wie man so schön sagt, das 60 ist das neue 40 und so weiter. Und das ist am Ende so. Also Das ist so. der typisch 60-Jährige war damals in den 80ern und 90ern Musikantenstadl-Gucker oder Caroline Reiber oder Marianne und Michael oder irgendwie sowas. Deswegen gab es die Schwemme ja an Sendungen. Heute ist ein 60-Jähriger aber auch jemand, der sich DSDS und Dschungel und Supertalent und was weiß ich anguckt. Ich kann mir jetzt aber auch vorstellen, dass jetzt noch so ein kleines bisschen die Revolution dann auch eingeleitet worden ist. Eben mit LOL und jetzt auch Stefan Raab zum Beispiel, wo auch dadurch, dass du quasi aufgrund des statistischen Messverfahrens, ne, bei der Quotenerhebung mittlerweile so diese Tricks und Kniffe als Sender nutzt, eben zu sagen, ob jetzt eine Show 90 Minuten lang geht, also oder ob ich eine Show für 90 Minuten produziere oder ob ich sie für 3 Stunden produziere, kostet mich finanziell quasi kaum mehr. Dafür bespiele ich aber quasi gleich einen zweiten Sendeplatz von früher mit oder einen dritten vielleicht sogar noch. Und habe dann, also spare dadurch Geld und in der aufgrund des Quotensystems, also Fernsehquotensystems, habe ich dann dadurch sogar noch Vorteile wegen der Berechnung und so weiter. Andererseits jetzt eben, das merkt man im Streaming, da hat man wieder den Mut zu kürzeren Formaten. Also LOL mit konsequent einer halben Stunde, wo ich auch sage, ja, eigentlich könntest du das als geschlossenes Format zeigen, ja, und nicht in einzelne Folgen, weil du, man schaut sich doch sowieso dann ganz an, ne? Oder auch jetzt eben Stefan Raab, 90 Minuten, so wie früher eben auch eine Samstagabendshow ging. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil es jetzt dann unter Umständen künftig nicht mehr darum geht, irgendwelche Programmraster zu bespielen, sondern einfach den Content für sich zu konzipieren und nicht nach irgendeinem Programmschema. Ne? Ist es dann nicht am Ende so, dass zum Beispiel sowas wie Verstehen Sie Spaß von der Aufmachung, von den Inhalten, du hast schon oft bemäkelt, mittlerweile keine musikalischen Acts mehr, eine Barbara Schöneberger, die jetzt auch irgendwie althergebracht ist und es geht 3 Stunden 15, dass es eigentlich total, obwohl es up to date sein will, total altbacken ist im Jahr 2024? Definitiv und auch zu lang eben. Und ich würde mich nicht wundern, also das prophezei ich hier mal, dass auch wenn. Bitte? Ein, 2 Jahren ist wieder Schluss, oder? Nee, nicht in ein, zwei Jahren Schluss, sondern dass eben einfach das wird mal die Unterhaltungszukunft eben sein, dass es, wenn dann eben diese Plattformen wie Amazon oder RTL oder Joyn von mir aus oder von mir aus auch ARD und ZDF-Mediatheken, wenn das einfach noch mehr so ein bisschen auf Live-Event dann konzipiert wird, dass das dann völlig egal ist, wenn dann quasi eine Sendung dann wirklich nur auf Prime zum Beispiel läuft. Also wenn Verstehen Sie Spaß, ich sag mal, wirklich einfach nur in der ARD-Mediathek läuft und die Sendung ist so gebaut, wie sie als Sendung zu sein hat und nicht, wie ich möglichst dann quasi in der Quotenerhebung dann Vorteile generiere, wie ich dazu Leute nicht mehr. Ist ja immer diese Gefahr, oh, dann schalten die dann um und wenn die umschalten, dann schalten die nicht mehr zurück oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja immer diese große Gefahr. Wenn es da einfach ein Konzept gibt, zu sagen, ich als Kreativer, als Produzent und als Drehbuchautor von so einer Show, ich konzipiere eine Sendung und die geht jetzt dann aufgrund dessen, wie ich sie konzipiere, zum Beispiel 120 Minuten. So, und die hat dann die A, B, C-Elemente drin. Und dann lasse ich mir nicht vorschreiben, dass da unter Umständen Leute wegschalten können. Dann lasse ich mir nicht vorschreiben, dass ich einen Audience Flow brauche. Weil der Audience Flow wird dann quasi durch einen Algorithmus definiert, was mir dann der Algorithmus danach als Folgesendung dann zum Beispiel vorschlägt, aus der Mediathek oder sonst was. So, und das so in diese Richtung sollten auch dann Fernsehsender denken, damit eine Sendung auch wieder kreativ gebaut werden kann und sich nicht irgendwie
irgendwelchen Programmschemata unterzuordnen haben. Und der SWR, der ja zuständig ist für Verstehen Sie Spaß, wir haben es ja schon in der Vergangenheit besprochen, es gibt weniger Verstehen Sie Spaß ab kommendem Jahr. Ich glaube nur noch 4 statt 6 Mal oder 5 Mal. 4, glaube ich. Die hatten ja schon 4 nur. Die hatten ja immer zwei. Ja, die hatten jetzt immer zwei im ersten Halbjahr, zwei im zweiten Halbjahr und dann noch die Sommerausgabe. Und ich glaube, dass sie das auf zwei Folgen, also eine Folge, glaube ich, jetzt dann ab nächsten Jahr im ersten Halbjahr, dann das Sommer und dann noch eine im zweiten Halbjahr, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher, aber irgendwie so ist in der Richtung. Es geht mit Einsparungen weiter, denn jetzt kam ja letzte Woche noch die Meldung Meister des Alltags mit Florian Weber und Eni van der Maiklöckchenpendel und Bodo Bach wird nach über 300 Folgen und 12 Jahren eingestellt. Jetzt könnte man sagen, 300 Folgen, ja gut, Freund, jetzt reicht's ja auch manchmal langsam mal. Nachricht ist eigentlich nicht mehr produziert. Bitte was? Die Nachricht ist eigentlich, es wird nicht mehr produziert. Das heißt nicht, dass es nicht mehr gezeigt wird. Aber jetzt die letzten 9 Folgen gibt es ab Oktober, montagsabends, 22:30 SWR und bis zum Ende des Jahres, bis Dezember, ist also abgedreht oder abgesendet. Und in der Tat, in der ARD läuft es in der Dauerschleife ja jeden Vormittag seit Jahren. Das sind, was du immer wunderbar daran erkennst, ob du gerade wieder in der Corona-Staffel bist, weil die Scheibe mittendrin ist oder noch vor oder noch danach und so. Aber jetzt könnte man sagen, schade, dass man an solchen Wissens Sendungen gepaart mit Quiz spart oder sagst, naja, Leute, Freunde, 300 Folgen, jetzt ist auch mal gut. Ja, vielleicht. Mich nervt eigentlich viel mehr, dass man heutzutage die Möglichkeit hätte, in einem Studio verschiedene Formate zu machen. Ja? Also das Studio anders zu bespielen, digital anders zu bespielen, mit, ich sag mal, mit flexiblen, variablen Elementen kann man relativ schnell einen anderen Studioaufbau machen und dann sagen, so, jetzt produziere ich aber halt eine andere Sendung, zum Beispiel auch mit einem anderen Moderator. So kriege ich dann quasi diese so eine Variation auch so ins Programm mit rein und muss nicht sagen, ich stelle jetzt eine Sendung ein. Sowas kann man schon machen und dass dann sagt, eine Redaktion kümmert sich dann um drei, vier solcher verwandten Formate, sie sind aber andere, also Unterschied, das ist schon eine gewisse Unterschiedlichkeit, aber ich produziere sie auch am Stück. Also bei Meister des Alltags braucht man jetzt quasi keine Aktualität offenbar. Und dann sagt man lieber, ja, ich stelle jetzt dann so eine Sendung ein aus Spargründen. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass da wesentlich mehr noch möglich gewesen wäre, wenn es also nicht diese, ich unterstelle das jetzt mal, so eine sehr verkrusteten Strukturen auch in den Abläufen bei Fernsehproduktionen, bei den öffentlich-rechtlichen, wenn man die nicht irgendwie versucht aufzubrechen, wie ich es eben auch schon im Bereich vom Streaming zum Beispiel mal prophezeit habe. Ich glaube einfach, da geht diese Strategie nicht auf mit dieser Online-First-Strategie oder sowas, ne? Ich glaube, da ist immer noch nicht verstanden worden, was das Geheimnis an der Mediathek ist und was das Geheimnis an der Mediathek wäre. Aber dann stellen wir mal lieber hier so eine Sendung ein. Ich frage mich nur, was bleibt denn eigentlich noch übrig? Ja, ich glaube, also ganz, ganz vieles wird jetzt dazwischendurch eingestellt und Übrigens auch SWR ist nach 4 Jahrzehnten auch letztes Jahr eingestellt worden. Nach ja, guck mal, so. Und da erzähl mir doch jetzt mal, warum hat man dann jetzt nicht, ich trage einen großen Namen, also Nachtcafé gibt es ja noch zum Beispiel. Das wird ja auch noch bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Nachtcafé ist jetzt ja auch schon aus dem E-Werk umgezogen ins Studio. Sie bauen das aber schön mit eben virtuell, mit LED-Videoflächen, bauen sie diese Atmosphäre vom E-Werk nach. Okay, so. Und kann ich jetzt dann quasi in diesem Studio dann nicht auch noch nach vergleichbarem Prinzip, aber halt mit durchaus erkennbar anderen Elementen, da ein anderes Set dann draus machen und sagen, so, da mache ich jetzt Meister des Alltags, dann produziere ich da mal in einer Woche dann ja, eine relevante Anzahl an Folgen für Meister des Alltags, so, und dann produziere ich eine relevante im selben Studio mit demselben Set. Computergestützt mit Beleuchtung und so weiter, produziere ich dann, ich trage einen großen Namen. Das ist doch dann möglich, ja? Das, wenn ich aber Erinnern uns an Tele5. In einer Woche wurde Ruckzuck im Studio aufgezeichnet, in einer Woche drauf wurde Hopp oder Top aufgezeichnet. Im selben Studio einfach genutzt und so weiter und ja.
Ich meine, ich verstehe das logistisch schon. Du musst natürlich den ganzen Rotz abbauen. Ja? Also, du musst das komplette Set abbauen und baust dann ein weiter, also auch ein recht aufwendiges Set dann wieder auf. Das ist teuer und aufwendig. Alles, verstehe ich alles. Ja? Aber heutzutage habe ich Studiomöglichkeiten mit computergestützter Beleuchtungsanlage. Also, das heißt, die Positionen werden einmal festgelegt und dann fahren die Scheinwerfer genau dorthin, wo du brauchst. Du hast digitale Set-Bespielungsmöglichkeiten. Du hast ganz andere Möglichkeiten, Elemente variabel und flexibel zum Beispiel in einem Studio heutzutage zu nutzen. So, und das kriegt man dann, und du machst auch mittlerweile viel mit Licht, also gar nicht mehr mit physikalischen Set-Elementen, du machst viel mit Licht mittlerweile im Studio. So, da wird viel Rauch dann verteilt und dann haben dann diese Scheinwerfer dann zum Beispiel auch immer einen ganz anderen Effekt. So, kann man auch alles machen. Aber erzählt mir doch nicht, dass man jetzt quasi Programme einstellen muss und Showprogramme einstellen muss wegen Sparzwängen. Nur weil man der Auffassung ist, ja, man muss es ja immer so aufbauen, nochmal frisch. Ich weiß, sie sind da schon besser geworden als früher, ne? Aber ich habe immer noch so das Gefühl, man zwingt immer noch diese Individualität rein, des Studiobaus. Und ich glaube, die ist gar nicht mehr notwendig, weil man da einfach mittlerweile durch digitale Bespielflächen ganz andere Varianten hat, effizienter zu sein. Wir waren heute sehr nostalgisch unterwegs, aber ich fand es total schön, ein bisschen mal zurückzuschauen in die gute alte Fernsehzeit und zu gucken, was ist da eigentlich übrig geblieben heutzutage. Und man muss ganz ehrlich sagen, wirklich viel Gutes ist nicht gerettet worden in die Neuzeit der Samt. Denn das, was man versucht hat zu retten, ist einfach scheiße umgesetzt worden. 100.000 Mark für perfekte Minute. Andere, also, la Der Preis ist halt, ja. die Latte ist, die Liste ist lang. Schlecht gemacht. Ja. Ach, so ist es am Ende. Ja, machen wir Feierabend für heute. Aus. Schaut euch die guten alten Sendungen an. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr noch Samstagabendshows schaut. Wenn ja, was? Und Schreibt ARD Plus. Also heißer Tipp, schreibt bitte, geht auf ARD Plus, da kriegt man auch Antworten, fordert ein, dass auf ARD Plus Flitterabend wiederholt wird, Verstehen Sie Spaß wiederholt wird, Geld oder Liebe wiederholt wird, Einer wird gewinnen wiederholt wird. Schreibt ARD Plus, das ist der kostenpflichtige Streamingdienst von der ARD, der ist deshalb kostenpflichtig, weil man da quasi behauptet, man muss dann in die Recherche und Rechtearbeit wieder Geld reinstecken, aber dann sind die Sachen verfügbar. also muss ja auch Lizenzen durchaus wieder kaufen. Genau, Lizenzen kaufen, aber wenn da genug Anfragen kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass über ARD Plus, die auch zum Beispiel die alten Tatorte vorhalten und alte Serien vorhalten, dass dann auch vielleicht dann die Chance besteht, dass die alten Samstagabendshows auf ARD Plus wieder gelangen. Da braucht es aber ganz, ganz viele und das können wir doch mal uns zu unserer Aufgabe machen. Leute dazu zu bewegen, ARD Plus zu schreiben, dass Samstagabendshows wieder gezeigt werden, die alten Samstagabendshows gezeigt werden. Ja, super Idee, super Idee. Und ich sag mal so, ja, wir haben die Nörgler, die immer direkt überall drunter kommentieren, ich habe das doch mit meinen GZ-Gebühren schon bezahlt, warum soll ich denn 4,99 € jetzt im Monat dafür ausgeben? Erörtern wir in der nächsten Folge. Genau, so mal. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, Alex. Tschüss.